Herr Marx, Sie sind Regionaldirektor vom Interspar Vorarlberg. Wir sind gerade in der Interspar-Filiale im Messepark und da gibt es seit Anfang Februar eine neue Abfüllstation. Können Sie vielleicht erklären, wie funktioniert diese Abfüllstation und wie wird die beim Kunden angenommen? Ja, hallo. Wir sind natürlich da einem Trend gefolgt, Plastik sparen, das in aller Munde ist. Und haben da nach dem Testmarkt in Salzburg und einigen Testmärkten in der Steiermark, in Kärnten und so, jetzt endlich im Ländli auch so eine Station mit unverpackter Lebensmittel, die vom Kunde vom ersten Tag weg sensationell angenommen wird. Also wir sind ganz begeistert. Wir sind in den ersten 3 Wochen, haben wir die Station jetzt haben gleich die Nummer 1 in Österreich mit deren Produkten. Das heißt also, dieser Trend ist genau richtig, das wird vom Kunden angenommen und ist genau das Richtige, auf das die Leute gewartet haben. Und wie gesagt, Vorarlberg ist jetzt das letzte Bundesland, wo wir das haben, oder, im Messepark, wo wir das testen. Und dann wird es geprüft, ob das ein Rollout gibt für ganz Österreich. Aber mittlerweile haben wir es jetzt, wie gesagt, in jedem Bundesland, in einem Interspar, damit man da auch mal in der Werbung was machen können. Können Sie erklären, welche Produkte werden jetzt in dieser Abfüllstation angeboten? Ja, also es sind ganz wichtig alles Bierprodukte. Vor Teig waren also Nudeln angefangen, über Reis, dann verschiedene Kürbiskerne, Zeralien, Nüsse vor allem, alle möglichen Geschichten fürs Müsli, Zeralien, also wirklich quer durch Trockenfrüchte, also wirklich ein tolles Sortiment. Und wie gesagt, auch vom Handling her für den Mitarbeiter, die Produkte werden da geliefert, die Stationen sind leicht zum Reinigen, zum Wiederbefüllen. Der Kunde kann entweder sein eigenes Behältnis mitbringen, also eine Tapperschüssel oder sonst ein Glas, oder er kann da bei uns einen Papiersack nehmen und das abfüllen. Also ganz nach dem Motto Plastik sparen, unverpackte Bio-Lebensmittel bis kaufen. Was man früher vielleicht kennt hat, dass man mal eine Tapperschüssel braucht hat, zum Fleisch oder einen Käse nicht tun, haben wir jetzt da in diese Richtung genauso was gemacht. Ist vielleicht auch schon eine andere Abfüllstation beispielsweise mit Putzmitteln geplant? Da laufen bereits Tests in manchen Märkten. Auch das wird vom Kunde sehr gut angenommen. Aber diese Teststationen, wo wir bis jetzt haben, haben da technische Probleme teilweise. Wir sind da massiv mit Hochdruck am Entwickeln. Und ich bin überzeugt, dass in den nächsten Monaten auch da ein Rollout kommen wird, wo wir Teststationen in solche zum Reinigungsmittelabfüller genauso in Vorarlberg hat. Ja. Wie Sie anfangs bereits erwähnt haben, ist das jetzt alles noch in der Testphase. Kann man vielleicht schon sagen, ab welchem Zeitpunkt man denn vielleicht überall in Vorarlberg oder in mehreren Interspar-Filialen in Vorarlberg solche Abfüllstationen finden wird? Ich kann Ihnen derzeit noch keine seriöse Angabe machen, weil wir es wirklich nicht wissen. Wir sind, wie gesagt, mega positiv überrascht, wie sensationell das im Messepark da angenommen wird. Aber wie gesagt, es wird geprüft und in den großen Märkten macht es natürlich Sinn. Vielleicht kurz in der kleinen Märkte, kleiner abgespeckten Variante. Wir haben ja da ca. 40 Artikel. Vielleicht reicht es, wenn ihr ein kleines abgespecktes Sortiment habt, weil ich muss ja auch schauen, dass ich die Drehung drin habe, dass das ein bisschen frisch bleibt und alles. Also es sollte ja da nicht alt wäre die Ware drin und darum schaut man da ganz kritisch, ist der Rollout, ist die Nachfrage da, ist der Rollout da möglich, dass man es in mehreren Geschäften macht.